Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also eigentlich ist die Physik eine völlig unhistorische Wissenschaft. Natürlich gibt es sowas wie eine Geschichte der Physik. Aber die Physik beschäftigt sich eigentlich am liebsten mit Dingen, die wohl definiert sind und unter Kontrolle zu bringen sind und unter Kontrolle gebracht sind. Also wohl definierte Anfangsbedingungen für ein System, wohl definierte Randbedingungen, ja, richtiges schönes Labor und alles ist klar, von der Umwelt getrennt. Ein Prozess, der immer und überall auf der ganzen Welt, im ganzen Universum sich so abspielt. Das sind eigentlich die uns Physikern am liebsten Prozesse, die haben wir am liebsten und mit denen beschäftigen wir uns am liebsten, weil wir wollen ja herausfinden, was es an objektiven Vorgängen in der Welt gibt. Und trotzdem gibt es eben historische Abläufe, die uns außerordentlich interessieren, die uns eigentlich am allermeisten interessieren. Zum Beispiel, wie ist die Welt entstanden? Wie ist der Kosmos entstanden? Wie hat das eigentlich alles angefangen? Oder wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Wie entsteht Leben überhaupt? Das sind aber einmalige Vorgänge, die im Grunde genommen gar nicht zu dem Reservoir an Fragen gehören, die von der Physik beantwortet werden können, aber die eben doch zu den interessantesten Fragen gehören, die wir Menschen überhaupt stellen können. Also insofern muss es uns interessieren, etwas zu rekonstruieren, wie etwas gewesen sein könnte, auch wenn wir es nie wirklich ganz genau wissen können. Nun, die heutige Sendung, da soll es jetzt nicht gleich um den ganzen Kosmos gehen, um die Entstehung des Lebens, sondern es soll um einen kleinen, aber nichtsdestoweniger außerordentlich interessanten Vorgang gehen, der sehr, sehr viele Menschen außerordentlich beeinflusst hat und deren Leben außerordentlich schwierig gemacht hat. Es wird um die Frage gehen, wann schlug der letzte Komet ein? Also wann ist die Erde von einem Kometen zuletzt getroffen worden? Und Sie werden sehen, das ist ein unglaubliches Thema, weil es nämlich uns zu sehr, sehr interessanten Schlussfolgerungen bringt. So, wann schlug er ein? Wir gehen 15, nein, ich erzähle sie noch nicht, ich erzähle erst was anderes. Im Jahre 1908, am 30. Juli 1908, morgens um 9 in Sibirien, gab es eine gewaltige Explosion. Eine unglaubliche Explosion. Eine Explosion, die man noch tausende von Kilometern weit gehört hat. Und die Leute am Himmel eine Explosion gesehen haben. Ein ungeheurer Knall. Die Nacht darauf war der Himmel, der Nachthimmel, hell erleuchtet. Offenbar war sehr, sehr viel Material in die Atmosphäre geraten. Und noch in London hat man einen Nachthimmel gesehen, der einen so verwundert hat, dass man gedacht hat, was ist denn da passiert? 1924, naja, nach der Russischen Revolution, war also erstmal keine Zeit, sich darum zu kümmern. 1924 gab es eine erste Expedition in dieses Gebiet, in die Tunguska. Und da stellte man fest, ein Irrwitz. 2000 Quadratkilometer Wald völlig plattgelegt, flachgelegt. Da standen nur noch die Baumstümpfe. Und radial nach außen weg, von einer Stelle aus, lagen alle Bäume umgeknickt. Versenkt und verkohlt. Die müssen also einer sehr, sehr schnellen Hitzewelle ausgesetzt worden sein. Und außerdem einer Druckwelle, die waren alles umgelegt. Nun, 100 Jahre später sieht man von diesem Einschlag nichts mehr. Das heißt, es kann offensichtlich Einschläger geben, also Treffer geben für die Erde, die von keinerlei geologischen Spuren mehr berichten. Da bleibt überhaupt nichts übrig. Gar nichts. Die Erde wird tagtäglich von irgendwelchen kleinen Himmelskörpern getroffen. Ne? Meistens sind es Staubteilchen, die oben in der Atmosphäre verglühen und das ist es dann. Ne? Sternsturm, man wünscht sich immer was dabei. Meistens sollte man sich wünschen, dass man von so einem Ding nicht getroffen wird. Und ob ein Körper, der von außen auf die Erde einschlägt, die Erdoberfläche erreicht oder nicht, hängt von seiner Zusammensetzung ab. Also diese kleinen Staubteilchen, die verglühen in der Atmosphäre. Ein richtig großer Brocken, ein richtig großer Felsbrocken, der kommt hier unten an. Gibt immer mal wieder Einschläge von Brocken, die jetzt also nicht riesengroß sind, aber dann bleibt auch was übrig. Die donnern hier unten irgendwo drauf. Viele davon fallen ins Meer, viele fallen ins Eis. Da findet man, oder in die Wüste, in der Wüste, da findet man auch tatsächlich Meteoritenüberreste. Aber wie ist das mit den Kometen? Kometen sind Eisbälle. Die haben natürlich einen Felsenkern, sie sind aber im Wesentlichen umgeben von Eis. Und wenn sie sich also der Erde nähern, dann, also nicht der Erde nur, sondern der Sonne, Entschuldigung, der Sonne nähern, dann ist der Sonnenwind einerseits und die erhöhte Temperatur andererseits dafür verantwortlich, dass diese Eishüllen der Kometen sich abschälen. Das sieht man ja dann so als langen Schweif am Himmel stehen. Also man weiß, wenn so ein Komet zum Beispiel die Erde treffen würde, von einer bestimmten Größe, darf nicht zu groß sein, von einer bestimmten Größe, dann würde der gar nicht die Erdoberfläche erreichen, sondern der würde in der Atmosphäre explodieren.
dabei eine wahnsinnige Druckwelle auslösen und zum Beispiel das, was in der Tunguska passiert ist 1908, das rechnet man heute einem solchen Körper zu. Die Sprengwirkung, die notwendig war, um ein solches Riesengebiet zu zerstören, die liegt also bei ungefähr 1000 Hiroshima-Bomben. Das, was einer Sprengkraft von 1000 Hiroshima-Bomben entspricht. Und das Ding muss ungefähr 50 Meter groß gewesen sein und ist nichts davon übrig geblieben. Gar nichts. Und jetzt kommen wir zurück zu Bäumen. Zu Baumrinden. Ringen. Nicht Rinden, aber Baumringen. Es geht um die sogenannte Dendroklimatologie. Was kann man aus Bäumen alles ablesen? Ja? Aus Bäumen kann man ablesen, aus der Isotopenzusammensetzung in den Bäumen und der unterschiedlichen, das kennen Sie alle, wenn Sie schon mal einen durchgeschnittenen Baum gesehen haben, wissen Sie natürlich, dass sich eben Sommer und Winter tatsächlich in den Bäumen abzeichnen. Man kann das sehr genau sehen. Was wir normalerweise als Spaziergänger tun, ist, wir rechnen mal kurz, wie alt der Baum ist. Aber die Wissenschaftler, die sich mit der Dendroklimatologie beschäftigen, die können aus den Baumringen ablesen, wie hoch die Temperatur in einem bestimmten Jahr gewesen ist. Also ein extrem gutes Klimaarchiv. Ja, und da hat man jetzt vor einigen Jahren herausgefunden, dass irgendetwas im Jahre 536 nach Christi Geburt auf der Welt passiert sein muss. Von Bäumen in Skandinavien, Bäumen in Argentinien, Bäumen in der Mongolei und Bäumen in Nordamerika, überall das gleiche Resultat. Im Jahr 536, plus minus ein, zwei Jahre vielleicht, war es kalt. Es war unglaublich kalt. Dieser Bereich gehört zu den kältesten Bereichen der letzten 2000 Jahren. Wenn man alles zusammennimmt, dann war die mittlere Temperatur auf der Welt in diesem Jahr ungefähr 3 bis 4 Grad niedriger als die Durchschnittstemperatur. Es war also richtig knackig kalt. Und das geht einher mit den Berichten von Chroniken. Da sind also Chronisten dabei gewesen, die haben davon berichtet, ja, der Himmel, der wäre monatelang verdüstert gewesen, man hätte kaum die Sonne gesehen, ja. Es wäre kalt gewesen, Sommerfröste. Chinesische Chronisten zum Beispiel berichten von Sommerfrösten. Andere Chronisten auf der Welt berichten in dieser Zeit von großen Waldbränden. Es ist also irgendetwas passiert. Abgesehen davon gab es auch noch eine Pestepidemie. Also es muss etwas da gewesen sein, was also das Klima auf der Welt massiv verändert hat. Und hier treffen sich sozusagen historische Berichte, also subjektive Berichte und die objektive Messung in den Baumringen an dieser Stelle. Wie kriegt man diese beiden Informationsquellen zusammen? Und das ist eigentlich das Interessanteste an dieser Stelle, dass man merkt, aha, die Menschen, die zu irgendeiner Zeit gelebt haben, die schreiben nicht nur irgendwelche Träume, Visionen und Hoffnungen auf, sondern da gibt es tatsächlich Tatsachen, von denen wir natürlich zunächst einmal nicht wissen, ob das auch tatsächlich so gewesen ist. Aber wenn man dann solche objektiven Messungen hat, und das kann ich Ihnen sagen, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, Atomkerne, also verschiedene Isotope, ja, die haben keine Hoffnungen, Visionen und Träume. Ja. Die sind so, wie sie sind, weil es gewisse Naturgesetze gibt, die einfach in der Kernphysik wirksam sind. Also beim radioaktiven Zerfall von gewissen Isotopen, da können Sie wollen, was Sie wollen, das spielt gar keine Rolle, da zählen nur die Messungen. Also wir haben hier das Zusammengehen von zwei unterschiedlichen Methoden und was dabei rauskommt, werde ich Ihnen jetzt erzählen. Ich lasse mal einen Moment in Ihrem Hinterkopf so ablaufen, es ist kälter geworden. Ne? Was ist dann passiert? Offenbar ist die Sonneneinstrahlung irgendwie abgeschattet worden. Woran denken Sie? Genau, die berühmten nuklearen Winterszenarien, da hatte man ja schon im Computer durchgerechnet, was passiert eigentlich, wenn Atombomben explodieren auf der Erde? Ja? Wie viel Material wird da in die Atmosphäre gejagt und wie stark wird die Erde dadurch abgeschattet von der Sonnenstrahlung? Das heißt, man hat eigentlich ziemlich genaue Vorstellung, was für eine massive Explosionskraft man benötigt, um einen ganzen Planeten wie unsere Erde mehr oder weniger stark in Staub einzuhüllen, sodass die mittlere Temperatur um 3 Grad sinkt oder vielleicht sogar noch schlimmer. Also das ist so das Szenario, wo wir jetzt langsam hin. Was könnte es sein, was sowas auslöst? Natürlich, klar, ein Vulkanausbruch. Das kann aber nicht nur irgendein Vulkanausbruch gewesen sein, sondern das muss ein Supervulkanausbruch gewesen sein, wenn es darum geht, die gesamte Erde derartig stark in ihrer Atmosphäre zu beeinflussen. Erstens, es gibt einen solchen Supervulkan nicht. Man sieht nirgendwo auf der Welt einen Vulkan, der in der Lage gewesen wäre, einen solchen Ausbruch zu machen. Zweitens, und jetzt kommt's, wenn es ein Vulkanausbruch gewesen wäre, dann hätte man das tatsächlich nicht nur in den Baumringen, sondern sogar geologisch in den Sedimenten, oberen Sedimenten nachweisen können. Denn Vulkanausbrüche sind im Allgemeinen mit einer Erhöhung des Säuregehalts des Materials verbunden. Also Vulkane werfen sehr viel Material aus, das sauer ist. Und das hat man nicht gefunden.
Zumindest ist man heutzutage außerordentlich kontrovers in der Diskussion, wenn es darum geht, dass man diese Temperaturreduktion von 536 nach Christi Geburt, übrigens, das ist die Zeit, Theoderich war gerade 10 Jahre tot, ich weiß, Sie erinnern sich daran, dann 476 nach Christi Geburt ist das Römische Reich zusammengebrochen. Also es war eine Zeit, da ging es schon richtig, gerade in Europa, war ein heiliges Tohuwabohu und ziemliches Durcheinander. Nur mal, damit Sie wissen, wo das historisch einzuordnen ist. Okay. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Also wir haben also es damit zu tun, dass wir auf der einen Seite subjektive Äußerungen haben, auf der anderen Seite die objektiven Messungen. Ja. Also ein Vulkan kann es nicht sein, denn die objektiven Messungen sagen uns, da ist kein Säuregehalt da, das wird kontrovers diskutiert, was bleibt übrig? Heutzutage gehen tatsächlich einige Forscher davon aus, dass dieser Temperaturabsturz vor etwas weniger als 1500 Jahren nur durch den Einschlag eines Kometen erklärt werden kann. Und aus den Rechnungen, die man hat über den nuklearen Winterszenarien auf der Erde, weiß man, was das für ein Brocken gewesen sein muss, wenn er tatsächlich, wie einige Chronisten berichten, fast anderthalb Jahre lang die Sonne verdüstert hat. Wenn er dazu geführt haben soll, dass es große Waldbrände gegeben hat, dann kann man nämlich feststellen, was das war. Während also der Einschläger in der Tunguska etwas war, was 50 Meter groß war und vielleicht eine, ja, nicht nur vielleicht, sondern definitiv eine Sprengkraft gehabt hat von ungefähr 1000 Hiroshima-Bomben, muss der Einschläger vom Jahre 536, wenn es denn einer war, 500 Meter groß gewesen sein und noch einmal einen Faktor 5 bis 10 mehr an Sprengkraft gehabt haben. Das würde erklären, warum die Erde damals so stark umhüllt war von Material. Er muss in einer Höhe von ungefähr 15 bis 20 Kilometer über der Erdoberfläche explodiert sein. Ja? Und er wird natürlich einen unglaublichen Schlag hinterlassen haben. Nun, offenbar hat keiner der Chronisten was aufgeschrieben dazu, dass man das gehört hat. Es wird sich also offenbar abgespielt haben über einem mehr oder weniger menschenleeren Gebiet. Ja? Also, wenn es so gewesen sein sollte, dann haben wir es hier mit dem letzten großen Kometeneinschlag auf der Erde zu tun. Das Jahr 536 ist geprägt von den dramatischsten Temperaturveränderungen, die wir kennen in den letzten 2000 Jahren. Das ist auch insofern wichtig, als wir von den Baumringen ja jetzt nicht nur das Klima des Jahres 536 bekommen, sondern wir können die Baumring-Klimainformationen können wir gewissermaßen eichen. Denn in den letzten 150 Jahren hat man ja auch Klimainformationen direkt gewonnen. Also man kann gucken, ob das, was einem das Modell der Baumringe erzählt, ob das auch mit den tatsächlich gemessenen Temperaturen und so weiter oder allgemeinen Klimazuständen übereinstimmt. Das ist ganz wichtig, dass man also jetzt nicht hier einfach sagt, nur das war so und so kalt, sondern man kann die letzten 150 Jahre in den Bäumen zurückgehen, kann immer feststellen, erzählt der Baum auch tatsächlich die Geschichte, die ich durch andere Methoden gemessen habe und stellt dann fest, olla, tatsächlich, er erzählt die gleichen. Und dann, deswegen trauen wir den Bäumen und ihren Ringen so genau, weil wir wissen, weil sie die letzten 150 Jahre wiedergeben, haben sie natürlich auch das Klima im Jahre 536 so genau wiedergegeben. Also summa summarum stehen wir hier vor der wunderbaren Situation, dass wir aus Eindrücke von Menschen mit den Messungen der Naturwissenschaftler wunderbar zusammenbringen können, in einem Szenario, dass der letzte Komet im Jahr 536 auf die Erde eingeschlagen hat, aber der ist explodiert, es ist kein Krater übrig geblieben, deswegen hat man keine geologischen Überreste mehr, nichts mehr gefunden. Das ist natürlich bei anderen Planeten ganz anders. Und zum Abschluss dieser Sendung will ich Ihnen noch eines erzählen. Als die Sonde Mariner 10 am Merkur vorbeigeflogen ist, Sie wissen, Merkur, der innerste Planet des Sonnensystems, da hat ein anonymer Zuschauer im NASA-Kontrollzentrum gesagt, noch so ein durchlöcherter Typ, die Instandhaltung der Planeten lässt aber sehr zu wünschen übrig.